Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Ja, wir haben heute einen neuen Tabak für euch am Start, und zwar den Nameless. Da ist er. Was geschieht? Den Nameless Sucker Punch. Ja, ein Abonnent von uns, K6, irgendwie so. Du hattest gefragt, ob wir mal den Nameless The Red Turtle testen könnten. Ich habe versucht, den zu bestellen beim Shop meines Vertrauens, und zwar dem Hooker Flow, so nennt sich das, hookerflow.de. Und das ist ein sehr netter Typ, und der hat mir geschrieben, die haben den leider nicht vorrätig, und hat mich dann gefragt, ob ich nicht einen anderen Nameless dafür haben möchte. Und dann hat er mir den Sucker Punch angeboten. Ich denke mal, den The Red Turtle werden wir in nächster Zeit, wenn er dann irgendwann nochmal reinkommt, auf jeden Fall vorstellen, weil dieses Kaugummi-Zimt interessiert mich schon sehr. Oh ja. Aber bis dahin hoffe ich, dass du uns nicht ganz so böse bist. Wir werden erstmal den Nameless Sucker Punch vorstellen. Ja, wie ihr es gewohnt seid von Nameless, 200 Gramm, 13,90 Euro. Und ich würde sagen, den Schnitt zeigen wir euch im Kopfbau, und der kommt jetzt. So Leute, kommen wir gleich mal zum Schnitt. Ja, hier bei dem Nameless, das ist ein relativ grober Schnitt. Wir haben hier ein paar dicke Äste mit dabei. Also es sind ein paar größere Äste mit dabei. Das ist ein bisschen blöd beim Kopfbau. Könnte man mit einer Schere nochmal angehen, um es einfach nochmal ein bisschen feiner zu machen. Aber es sollte kein Problem sein. Das ist minimaler Aufwand. Schnitttechnisch ist in Ordnung. Wir rauchen in der Amy Ferris Stil mit dem Kalug Lotus und der Sapphire Power Bowl. Und ja, hinter dem Sucker Punch verbirgt sich ein Grapefruit Blaubeertabak. Muss man aber sagen, unter Vorbehalt. Es ist keine offizielle Beschreibung draußen. Gibt's aber nicht. Richtig. Es ist jetzt eine inoffizielle Geschmacksvermutung, sagen wir mal. Also ich finde, man riecht so leicht die Grapefruit mit raus. Das riecht halt sehr fruchtig. So Blaubeere kommt im Geruch nicht so ganz deutlich durch. Hat wirklich ein fruchtiger Mix mit klarer Note zur Grapefruit. Mhm. Ich finde auch, wenn man das erste Mal so dann riecht, dann vermutet man eine Zitrusfrucht. Ich habe zuerst an Limette gedacht, irgendwie sowas in der Art, aber irgendwie eine Blaubeernote. Ich weiß nicht. Wie gesagt, wir rauchen viel Blaubeertabake, wir sind auch Blaubeerfans. Und Blaubeer ist normalerweise wirklich ein sehr hervorstechender Geruch. Und den rieche ich hier einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie jemand auf diese Beschreibung kommt. Es ist zum Glück auch nicht das Problem, dass wenn ihr die Dose hier öffnet, dass euch irgendwie so ein Schwall von, weiß nicht, Menthol oder generell so ein extrem Grapefruit-Geruch entgegenkommt. Also es ist alles sehr, sehr angenehm vom Geruch her. Mhm. Und wie ihr vielleicht hier bei der Dose sehen könnt, Nameless hat auch nochmal die Dosen ein bisschen verändert. Ja genau, jetzt an die TBD2 angepasst. Genau. Die Früchte weggenommen. Komplett, ja. Einfach nur ein paar Muster drauf. Aber nach wie vor diese kleinen, perfekt kompakten Dosen eigentlich. Also ihr habt da einfach wirklich, die Dose ist genau bündig mit Tabak gefüllt. Also kein nerviger Platz irgendwie, der, einfach nur mit Luft gefüllt ist. Unnötig ist, wir haben da jetzt einen Start Now als Vergleich. Zeig den doch vielleicht genau, mal. Genau, hier.
Also es ist genauso viel Tabak drin, aber einfach ja, Verschwendung von Platz, sag ich mal. Und die lassen sich halt einfach super stapeln. Ihr habt hier wieder diese kleine Verschlusskappe mit drin, genau. Die es verhindert, dass da die Molasse ausläuft und ihr könnt es einfach... Luft reinkommt. Ja, genau. Und ihr könnt es einfach easy transportieren, gar kein Problem. Ja, geschmacklich, Leute. Ich muss sagen, wenn ich so tief dran ziehe, dann ist es wirklich die Grapefruit-Note, die mir sofort auf die Zunge geht. Also eine wirklich schön fruchtige Zitrusnote, die auch im Rachen schon relativ sauer ist, finde ich. Es kratzt leider ein wenig, muss ich sagen. Wir haben es mit einer Kohle angeraucht jetzt im Lotus und mit zwei Kohlen direkt rein finde ich es schon ein bisschen zu heiß. Aber mit einer Kohle geht es gerade noch so klar und es schmeckt einfach wirklich authentisch nach einer Grapefruit. Eine Blaubeernote schmecke ich überhaupt nicht, auch gar keine Mentholnote oder sowas. Ihr habt wirklich die reine fruchtige Grapefruit hier im Vordergrund. Ich weiß nicht, ich würde aber sagen, es ist noch irgendwas mit drin, was das Ganze so ein bisschen abrundet. Aber ich würde mich nicht auf eine Blaubeer festlegen, weil, weiß nicht, das schmecke ich einfach nicht. Von anderen Blaubeertabaken. Also mich erinnert es bei dem Tabak einfach an den Lady Smoke. Wenn ihr den schon mal probiert habt, so dieses, ja, so dieses Parfümierte habt ihr da so ein bisschen bei. Also Grapefruit und dann so ein parfümierten, fruchtigen Geschmack, wenn man es so beschreiben kann. Relativ vollmundig, aber ja, könnte wie immer noch ein bisschen intensiver sein. Ich könnte mir den vielleicht im Kamin noch ein bisschen besser vorstellen, müsste nochmal ausprobieren, ob da einfach noch ein bisschen mehr vom Geschmack her geht. Im Hotshot bin ich mir nicht ganz sicher. Einfach von der Tatsache her, dass er nicht sehr viel Hitze verträgt, ja, könnte er da einfach mega kratzig werden. Vielleicht habt ihr es mal ausprobiert. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, uns würde es brennend interessieren. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Rauch. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Wie gesagt, baut alles darauf auf, dass er einfach nicht so viel Hitze verträgt. Deswegen wird wahrscheinlich auch das Rauchvolumen ein bisschen drunter leiden. Aber es ist in Ordnung. Geben wir dem Ganzen eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ich würde sagen, aufgrund der Produktion, die wir hier haben, nein. Nein. Weil ich finde, der raucht sich einfach. Ihr müsst wissen, wir rauchen fast immer im Lotus und mit der Sapphire Powerbowl. Und so gut wie alle Tabaksorten laufen da einfach problemlos. Und der hier macht echt Zicken, muss ich sagen. Es ist wirklich ein Spiel zwischen Kohle rein, Kohle raus, Deckel rauf, Deckel raus, Deckel runter. Deckel rauf, Deckel runter, wollte ich sagen. Ich muss sagen, dafür läuft er mir einfach zu unrund. Dafür, dass er eine uneingeschränkte Kaufempfehlung bekommen könnte. Ja, ihr könnt ihn gerne probieren, wenn ihr wirklich Grapefruit-Fans seid. Jetzt so die Leute, die vielleicht auf Tingeltangel und sowas richtig abfahren. Die könnten ihn gerne mal probieren, weil der geht in die Richtung, würde ich sagen, mit der Grapefruit-Note. Aber an sich, wirklich, wäre ich da vorsichtig. Eine Probierempfehlung, geben wir aus. So, und bevor wir es natürlich vergessen, nächste Woche beginnt die Shisha-Messe hier in Berlin. Ich hoffe, wir sehen viele Leute von euch. Viele Leute von euch? Natürlich. Viele Abonnenten von uns, wollt ihr ja, glaube ich, sagen. Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall vor Ort und Samstag und Sonntag auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr dahin wollt, merkt euch, ihr müsst 18 Jahre alt sein, mindestens. Da hilft kein Mutti-Zettel, nichts, gar nichts. 18 Jahre mit Ausweis. Kauft euch wirklich die Karten vorher im Internet. Sonst steht ihr wirklich stundenlang an. Wir haben es in Frankfurt erlebt. Genau. Eine Riesenschlange, ihr kommt nicht durch. Und ihr verpasst halt mega viel. Gerade am Anfang die ganzen Aufmachungszeremonien. Ja, Free Gimmicks und sowas alles. Ja. Ich weiß nicht, wie es hier in Berlin laufen wird, aber wir hoffen natürlich, dass es genauso geil wird wie in Frankfurt. Kommt alle zu uns. Egal, wo ihr her seid. Kommt nach Berlin. Es wird wieder geil, denke ich mal. In Frankfurt war es wirklich exklusiv. Es war Hammer. Es waren so viele Leute da. Es war extrem überfüllt, aber es war einfach geil. Wenn ihr uns seht, wir werden wieder in unseren T-Shirts rumlaufen mit Shisha-Team-Logo vorne drauf. Sprecht uns ruhig an. Wir freuen uns darauf, wirklich. Ja. Wir warten auch darauf, dass uns einfach mal irgendwelche Leute ansprechen.
Fragt uns alles, was ihr auf der Seele habt. Fragt uns jeglichen Scheiß. Keine Frage ist uns zu doof. Wir beantworten alles. Das solltet ihr vielleicht in unseren Videos schon gemerkt haben. Dass uns einfach nichts zu blöd ist. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da, damit wir wissen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann auch gerne ein kostenloses Abo einmal unter mir, den Abo-Button drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das wird wahrscheinlich ein Video von der Shisha-Messe sein. Denke ich mal. Ja, und da können wir vielleicht eine kleine Ankündigung machen. Wir sind jetzt kurz vor den 200 Abos. Und wenn wir die 200 Abos knacken, dann gibt es ein schönes Gewinnspiel für euch. Auch auf der Messe nicht verpassen. Wir werden unsere Visitenkarten natürlich rausgeben. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann habt ihr die Chance auf ein schönes Gewinnspiel. Wir freuen uns auf jeden Fall. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Team. Haut rein. Ciao, ciao. Die Messe wird geil. Ich bin echt gespannt, wie... Die Messe wird mega gut.